Genau. Ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde, hier heute sprechen darf zum Artificial Intelligence Act. Das ist ein europäisches Gesetzesvorhaben. Cool, besser so, verständlich? Super, ein europäisches Gesetzesvorhaben, mit dem ich mich die letzten Jahre beschäftigen dürfte, in der Genese dessen auch, und das, ich glaube, nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Und ja, angesichts dessen, was es für uns alle bedeutet, für uns hier im Raum, diejenigen, die uns wichtig sind, unser konkretes Leben wird davon betroffen sein. Und ja, deshalb freue ich mich, dass wir da ein bisschen Zeit haben, drüber zu sprechen. Und ja, was ist es konkret, um was es da geht? Künstliche Intelligenz, haben wir gesehen, die letzten Jahre wurden immer mehr Benchmarks übertroffen und es wurden neue Leistungen möglich, die zuvor Probleme gelöst, die vorher nicht lösbar waren. Und es wurde in immer mehr Fällen auch angewandt und wird auch in immer mehr Fällen angewandt, sogenannte künstliche Intelligenz. Und das reicht von der Auswahl, wer einen Kredit bekommt, wer einen Arbeitsauftrag bekommt bei Platform Worker, wer eine bestimmte medizinische Diagnose bekommt und wie die funktioniert, aber auch welches Online-Date du gematcht bekommst. Und das kann dann dazu führen, dass wir vielleicht mit unserem romantischen Partner in den Urlaub fahren, den Algorithmus uns vorgeschlagen hat und vielleicht, also auf einer Dating-Plattform, und vielleicht den Ort, wo wir hinfahren, hat uns auf einer Reiseplattform ein Algorithmus vorgeschlagen, ein anderer Algorithmus. Und vielleicht die Route darin hat dann wieder in einer Navigations-App ein anderer Algorithmus für uns vorgeschlagen. Und das sind alles so Sachen, die wir schon alltäglich nutzen, aber die durchaus immer mehr dann auch unser Leben beeinflussen. Und das nicht nur in den Apps, die wir konkret nutzen, sondern auch, was Institutionen dann nutzen. Die Entscheidungen, die Unternehmen treffen, die Entscheidungen, die öffentliche Institutionen treffen. Und das führt natürlich zu diesen Fragen von, wie wollen wir mit künstlicher Intelligenz umgehen, was wollen wir dabei ermöglichen, was wollen wir dabei vielleicht auch verbieten, was wollen wir dabei für ein Verhältnis mit dieser Technologie entwickeln. Und darum geht es im europäischen Artificial Intelligence Act, auf Deutsch auch KI-Verordnung genannt manchmal. Genau. Und ich werde mich so ein bisschen mit ein paar praktischen Beispielen einsteigen, was so für Fragen sich da stellen und eure Meinung da auch hören. Die erste Frage an euch: Sollte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum verboten werden? Klare Ja-Nein-Frage erstmal. Und mich würde interessieren, alle, die dafür sind, wenn ihr eure Hand hebt, dann gerne sozusagen jetzt. Okay, ich sehe hier eine große Mehrheit dafür. Wer ist dagegen, dass Gesichtserkennung im öffentlichen Raum verboten wird? Okay, das ist, ich sehe gerade niemanden, der diese Position hier einnimmt oder sich traut, das einzunehmen gerade. Und natürlich, selbst wenn man diese Entscheidung dann trifft, muss man dann entscheiden, okay, unter welchen Bedingungen wollen wir es dann überhaupt, diese Technologie anwenden oder ganz allgemein verbieten. Die nächste Frage wäre, sollte der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Wahlkämpfen, jetzt habe ich nach dem Klicker gefragt und benutze aber immer noch die Tasten. Gerne, kannst du gerne machen, danke. Danke dir, Nils. Sollte der Einsatz von KI in Wahlkämpfen verboten werden? Ja, also ich glaube, wir haben alle irgendwie auch die Berichterstattung mitgekriegt, in welchen Fällen für Social-Media-Kampagnen und so weiter das verwendet wird. Und deshalb auch dieselbe Frage hier, sollte der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Wahlkämpfen verboten werden? Wer ist dafür? Okay, jetzt haben wir ein gemixteres Bild. Ich würde mal sagen, so eine knappe Hälfte. Wer ist dagegen? Vielleicht so ein Drittel. Und wer kann sich nicht entscheiden? Nochmal so ein fast knappes Drittel oder so auch. Okay, interessant. Und dann natürlich, selbst wenn man sich dafür entscheidet, wie kann das durchgesetzt werden? Ja? Also welche Mittel könnte man nutzen, um da sowas effektiv auch durchzusetzen und zu kontrollieren? Das nächste ist, sollte KI SchülerInnen unterrichten dürfen? Wer ist dafür? Okay, auch so ein Drittel, würde ich grob sagen. Und dann natürlich auch, was daraus folgt, sollte es vielleicht junge Menschen benoten dürfen dann auch, wenn es unterrichtet? Sollte es bei Klausuren überwachen dürfen? Und all diese Fragen, die wir jetzt gerade besprochen haben, wo wir die verschiedenen Gruppeneindrücke davon bekommen haben, sehen wir, die finden alle schon statt. Also KI wird schon benutzt, um im Unterricht Entscheidungen zu treffen. Es wird auch schon genutzt. In Großbritannien gab es da einen großen Fall, wo eben auch Algorithmen letztendlich entschieden haben, welche Abschlussnoten SchülerInnen bekommen haben, die wegen Covid keine Abschlussprüfungen schreiben konnten und damit ihre Zukunft und ihr Zugang zu weiterer Bildung eben auch von Algorithmen mit entschieden wurde. Es wird natürlich auch an Hochschulen und an sonstigen Institutionen künstliche Intelligenz eingesetzt, sogenannte künstliche Intelligenz eingesetzt, um zu überprüfen, ob Menschen
eben die an die Regeln der Klausuren sich halten. Es wird auch schon eingesetzt in Wahlkämpfen, es wird auch schon eingesetzt für Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Also all das ist keine Theorie, all das ist kein Science Fiction, das passiert alles schon. Und all das soll reguliert werden. Innerhalb der nächsten Monate soll auf europäischer Ebene dazu Entscheidungen getroffen werden, die jetzt seit Jahren vorbereitet wurden. Und deshalb ist der Artificial Intelligence Act, wie MIT Technology Review schreibt, das wichtigste KI-Gesetz, von dem du noch nie was gehört hast. Weil in der öffentlichen Debatte findet es einfach nicht statt. Bisher, so gut wie außerhalb der Brüssel-Blase sozusagen. Und genau, und schauen wir mal so ein bisschen rein, vielleicht wo das herkommt. So, wie begann das alles und was ist so eine ganz kurze Geschichte der europäischen KI-Politik? Also 2019 hat die Europäische Kommission eine High-Level Expert Group, also eine Gruppe an Experten zusammengebracht, aus der Wissenschaft, aus der Industrie, auch ein bisschen Zivilgesellschaft mit dabei und hat sich dabei angeschaut, okay, sagt uns mal, wie sollen wir Künstliche Intelligenz regulieren? So. Und die haben dann ein Ethik-Richtlinien veröffentlicht, die Ethics Guidelines, die eben eine Reihe von Kriterien definiert haben, die verantwortlicher Einsatz künstlicher Intelligenz zu erfüllen hat. Und das waren eben so Sachen wie, es muss menschliche Aufsicht sein, es muss robust und sicher sein, es müssen Datenschutzlinien eingehalten werden, es muss transparent sein, es muss irgendwie Vielfalt berücksichtigt werden und fair sein, es muss auch soziale ökologische Auswirkungen beachten und es müssen auch Rechenschaftspflichten sein. Und natürlich die Grundfrage immer, wollen wir das? Wollen wir das erlauben? Wollen wir das einsetzen? Ist das hier ein guter Einsatz? Und auf Basis dieser Guidelines hat dann die Europäische Kommission auch ihren politischen Ansatz dazu festgelegt unter der von der Leyen-Kommission, die das als Priorität gesehen hat und ein Weißbuch veröffentlicht dann 2020, wo sie eben gesagt haben, wir wollen sowohl künstliche Intelligenz fördern und finanzieren, aber wir wollen es auch regulieren, um da, wo Risiken bestehen, die dann zu minimieren und zu vermeiden. Also so dieses, wir wollen, dass es mehr ausgerollt wird und diese Technologie auch Europa da in Europa genutzt wird und Europa da auch eine Rolle spielt global und gleichzeitig aber auch wollen wir die Risiken vermeiden, die dabei aufkommen. Und dann 2021, letztes Jahr, hat die Europäische Kommission einen Gesetzesentwurf dafür veröffentlicht. Und das war im Rahmen einer Produktregulierung. Also so wie andere Produkte, medizinische Produkte, technische Produkte reguliert sind auf europäischer Ebene, soll es auch für künstliche Intelligenz eine Produktregulierung geben. Und es ist ein anderer Ansatz, als wir zum Beispiel gesehen haben bei anderen digitalpolitischen europäischen Vorhaben, zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. War keine Produktregulierung, sondern hat neue Rechte geschaffen, auch für uns alle sozusagen. Also das Recht über unsere Informationen, die wir auch einklagen können, dann ganz konkret. Eine Produktregulierung ist nicht sowas, was wir alle einklagen können, sondern das ist was, wo die nationalen Aufsichtsbehörden tätig werden müssen. Also so die Logik ist ein bisschen eine andere sozusagen, als wir es zum Beispiel gewohnt sind bei der Datenschutzgrundverordnung, sondern der AI-Act ist auch um einiges länger und um einiges komplexer als die Datenschutzgrundverordnung und dementsprechend auch manchmal schwerer zu verstehen und deshalb auch manchmal vielleicht weniger besprochen. Und geschützt werden sollen, die Ziele sind, dass die Gesundheit, die Sicherheit und die Grundrechte geschützt werden. Und das ist interessant, weil bei Produktregulierung wird meistens halt, da geht es um Gesundheit und Sicherheit und so, aber da geht es nicht so sehr um die Grundrechte. Und das ist eben eine interessante Mischung sozusagen, die hier auch entsteht. Genau, schauen wir ein bisschen rein, was da so drin steht. Das Herzstück ist diese Risikopyramide. Ich bin total interessant, wer hat schon mal von der Risikopyramide in der europäischen KI-Verordnung gehört? Okay, das sind so eine Handvoll, fünf Leute vielleicht so. Okay, also es gibt Leute, die davon schon gehört haben. Und dabei gibt es diese vier Stufen. Die oberste Stufe, das sind die KI-Anwendungen, die unzulässig hohe Risiken mit sich bringen. Also das sind KI-Anwendungen, von denen man sagt, die sind so gefährlich, die wollen wir gar nicht erst zulassen, die sind verboten. Das sind sehr wenige in dem Vorschlag. Und dann gibt es Hochrisikoanwendungen. Die haben hohe Risiken, die müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Und dann gibt es noch Mittel und Niedrige, die haben dann wenige bis keine Bedingungen, die sie erfüllen müssen. Die sind weiter unreguliert sozusagen. Genau. Und das ist wichtig und das ist vielleicht auch was, wo ihr euch überlegen könnt, wo würdet ihr bestimmte KI-Anwendungen sehen? Das ist so ein Rahmenwerk, in dem man sich da bewegen kann. Ja, gerne. Okay, dann, das funktioniert ja auch. Okay, super, danke dir. genau, und deshalb so ein bisschen, vielleicht konntet ihr inzwischen schon lesen, wenn wir uns damit beschäftigen, was ist unzulässig risikoreich, dann gibt es hier dieses schöne Meme von Digitale Freiheit, die auch Teil der Kampagne Reclaim Your Face sind,
wo es eben darum geht, dass Gesichtserkennung auf europäischer Ebene verboten werden soll. Ich stehe dir hier ein bisschen im Weg. Ne? Genau, und dabei geht es genau darum, dass die... dass auf europäischer Ebene es so diese Ankündigung gab, diese Erwartung gab, so künstlich, also die biometrische Identifikation, Gesichtserkennung wird jetzt auf europäischer Ebene verboten. Es gab so ein paar Headlines dazu. Aber wenn man sich dann ganz genau anschaut, was da wirklich drin steht, dann sind diese Verbote, dann decken die nur sehr, sehr wenige Anwendungen ab. Und zwar steht da jetzt als Zitat drin, jetzt wird es ein bisschen, jetzt schauen wir mal in den juristischen Text, jetzt wird es ein bisschen komplex. Die Nutzung biometrischer Identifikationssysteme in Echtzeit in öffentlich zugänglichen Räumen ist zu Zwecken der Strafverfolgung verboten, außer in begrenzten Ausnahmefällen. Also, also ganz konkret, es geht nur um biometrische Identifikationssysteme, biometrische Erkennungssysteme, die dich nicht als Person identifizieren, sondern zum Beispiel Gruppen bewerten, fallen da gar nicht runter. Außerdem geht es nur um Echtzeit, also wenn du einen gewissen Delay in deinem Erkennungssystem hast, fällt das auch nicht unter das Verbot. Wenn es nicht in öffentlich zugänglichen Räumen, wie zum Beispiel in Unternehmen oder in einem staatlichen Institution ist, in einer Behörde, dann fällt es auch nicht darunter. Nur zu Zwecken der Strafverfolgung, alle anderen privaten und öffentlichen Zwecke sind auch erlaubt. Und dann gibt es noch Ausnahmefälle und die sind nämlich, also das sind drei Ausnahmefälle, das ist die Verhinderung von Terrormaßnahmen, das ist das Finden von Opfern von Verbrechen und das ist die Vollstreckung eines europäischen Search Warrant, was ist das? Haftbefehls, dankeschön. Genau, Haftbefehl. Genau. Und also dementsprechend sozusagen, es gibt ein Verbot, technisch gesehen, ja, aber das ist so klein, dass der große Großteil aller Gesichtserkennungsanwendungen weiterhin erlaubt wäre. Also, und das Ähnliches sehen wir bei anderen Verboten, die da drinstehen. Es gibt auch ein Verbot zu Social Scoring. Damit könntet ihr euch noch weiter beschäftigen. Ich werde jetzt sozusagen das ein bisschen überspringen und ein anderes Beispiel noch wählen. Nämlich, es gibt auch ein Verbot für die unbewusste Verhaltensbeeinflussung durch das Ausnutzen von Schwachstellen in Menschen mit künstlicher Intelligenz. In den Fällen, in denen es wahrscheinlich zu physischem oder psychischem Schaden führt. Und das ist auch besonders interessant, weil hier eben auch Referenzen auf das Alter bezogen sind, also wo eben auch dann eine spezifische Rolle für junge Menschen, also für Kinder, auch in der KI-Verordnung drinsteht und auch weiterhin verhandelt wird, was das genau bedeutet. Was man eben sagt, junge Menschen sind besonders geschützt, sollen an dieser Stelle besonders geschützt werden. Und da gibt es auch verschiedene kontroverse Fragen, die dabei aufkommen, warum jetzt genau junge Menschen, wie genau definiert man das und was genau bedeutet überhaupt unterbewusste Methoden, die eine Verhaltensbeeinflussung haben. Und auch es gibt noch keine klaren Standards, was überhaupt psychische und psychische Schäden sind. Für physische Schäden ist es ein bisschen klarer, aber für psychische Schäden gibt es da noch nicht so viele Standards. Also das sind auch Fragen, mit denen ihr euch beschäftigen könnt, ob das etwas ist, das ihr so wie es drinsteht, gut findet oder ob ihr da auch andere Ideen dazu habt. Genau, vielleicht so viel zu den Verboten, also dieser obersten Kategorie von unzulässig risikoreichen KI-Anwendungen. Lass uns mal ein bisschen tiefer in die Risikopyramide schauen, in die Hochrisikoanwendungen. Als Hochrisikoanwendungen gelten alle KI-Anwendungen, die Sicherheitskomponenten sind, die kritische Infrastruktur sind, die essentielle Dienstleistungen sind. Und als essentielle Dienstleistungen, Essential Services, das sind sowohl öffentliche als auch private Leistungen. Und das kann sein... alles von, also ich gebe mal vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. In den Niederlanden es gab Sozialhilfe für bestimmte Gruppen und dabei ist es vorgekommen, dass eben um Sozialhilfebetrug aufzudecken, ein Algorithmus eingesetzt wurde, ein sehr simpler Algorithmus. Und der dann aber verschiedene Menschen sozusagen als BetrügerInnen identifiziert hat. Und der Algorithmus, der war nicht fair. Der hat Menschen, die in gewissen Postleitzahlen gelebt haben, die niedrige Einkommen hatten, die dann auch oft einen Migrationshintergrund hatten, viel öfter geflaggt. Und der wurde dann auch manchmal nicht von Menschen überprüft, was dazu geführt hat, dass viele Zehntausende Menschen fälschlicherweise angeklagt wurden wegen Sozialhilfebetrug. Und das hat dann dazu geführt, dass einige von diesen auch Privatinsolvenz anmelden mussten. Manche von denen, wo dann Familien zusammengelebt haben, wurden die Familien auseinandergerissen, weil die Kinder dann aus den Familien rausgeholt wurden. Also wirklich, wo ein Algorithmus
vielen tausend Menschen ihr Leben sehr viel schwieriger gemacht hat bei einem öffentlichen, essentiellen Dienstleistung. Aber dieselbe Frage eben auch, gibt es auch private Dienstleistungen? Sind auch Zugänge zu gewissen privaten Dienstleistungen, essentielle Dienstleistungen, wo auch bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen? Außerdem ist Bildung allgemein abgedeckt als Hochrisikoanwendung. Andersrum gesagt, alles in der Bildung ist per se erlaubt, alle KI-Anwendungen, solange sie diese Bedingungen erfüllen. Es ist nichts, was verboten ist in der Bildung sozusagen, solange es nicht unter die Verbote fällt, die wir vorher besprochen haben. Auch alles, was Arbeit angeht, also so am Arbeitsplatz und so, ist auch alles Hochrisiko-KI, was so Menschen einstellen, Menschen ausstellen angeht. Auch alles in der Strafverfolgung, alles im Rechtswesen und alles in der Demokratie. Aber hier sind dann sehr viele Sachen, die einfach noch sehr vage sind und nicht genau definiert sind, weil auch wieder hier gilt sozusagen, ne, alle KI-Anwendungen, die mit Demokratie und zum Beispiel Wahlkampf zu tun haben, sind per se erlaubt, es sei denn, solange sie diese Bedingungen erfüllen. Und was sind jetzt diese Bedingungen? Also Hochrisiko-KI muss eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Und das ist, sie müssen Risikomanagement-Standards erfüllen, sie müssen gewisse Daten-Governance-Leitlinien folgen, sie müssen technische Dokumentation haben, sie müssen Protokollierungsregeln befolgen, gewisse Transparenzregeln, menschliche Aufsicht und Genauigkeit und Robustheitsstandards erfüllen. Das sind die da gibt es dann noch eine genaue Spezifikation dazu, auch für Cybersicherheit, die sie erfüllen müssen. Allerdings sieht man hier, das ist sehr ähnlich wie die Ethik-Guidelines, die Ethik-Richtlinien, die wir vorher gesehen haben, die vorgeschlagen wurden von den Expertengruppen. Allerdings fehlen da manche Sachen, zum Beispiel ökologische und soziale Auswirkungen sind hier nicht mehr drin. Was außerdem spannend ist, da steht zwar Transparenz als Bedingung, aber wenn man dann genau reinschaut, ist das so definiert in der Verordnung, dass es gibt Hersteller von KI und es gibt Nutzer von KI. Die Hersteller, das ist eben zum Beispiel ein großes Unternehmen, das ein Modell trainiert und mit Daten füttert. Und dann gibt es die Nutzer, das sind diejenigen, die das dann ein Unternehmen, eine Institution, die das dann auch konkret in Betrieb nimmt. Es muss nicht immer dieselben Akteure sein. Aber diejenigen, die davon betroffen sind, die kriegen keine Transparenz, sondern nur die Nutzer, also die Institution, die die KI in Betrieb nimmt, gegenüber den Herstellern. Also sozusagen die Hersteller müssen den Nutzern sagen, was da drin ist in der KI, aber die Nutzer müssen das dann nicht den Menschen, die von diesen KI-Entscheidungen vielleicht betroffen sind, sagen. Also es ist noch kein Endnutzerrecht sozusagen hier für Transparenz in dem Vorschlag der Europäischen Kommission. Das ist auch etwas, was gerade im Europäischen Parlament viel diskutiert wird, ob das noch dazugefügt werden soll. Also was ich damit sagen will, ist, selbst wenn da schöne Begriffe drüberstehen, heißt das nicht, dass wir dann zum Schluss etwas bekommen, was unserem Verständnis von Transparenz genügt. So, schwierige Fragen auch in der Durchsetzung. Letztendlich soll es, und das hat auch Lars so ein bisschen angesprochen, wir brauchen eigentlich schon, bevor ein Ding live geht, muss das eigentlich schon einen gewissen Test durchlaufen. Und das ist hier vorgesehen für einige Hochrisikoanwendungen, dass sie durch eine dritte Partei, eine Auditierung erfahren müssen, um zu checken, ob sie diese Bedingungen erfüllen für Hochrisikoanwendungen. Gilt nicht für alle Hochrisikoanwendungen, aber für einige ist das vorgesehen, dass sie vor Markteintritt, vor Inbetriebnahme diese Bedingungen erfüllen müssen. Dann gibt es zuständige nationale Behörden, die das überprüfen, in allen 27 EU-Staaten. Und es soll auch eine europäische KI-Agentur, ein Büro geben, wie genau groß das ist, da wird auch noch drüber gestritten, um eben Kompetenzen zu sammeln auf europäischer Ebene, und eine Datenbank soll es geben, in denen auch Hochrisikoanwendungen, insbesondere im öffentlichen Sektor, gelistet sein sollen auf europäischer Ebene. Wie öffentlich zugänglich das ist, nochmal eine andere Frage, aber zumindest soll es eine Datenbank geben, wo das registriert ist. Und es gibt Bußgelder bis zu 6% des Jahresumsatzes, des globalen Jahresumsatzes. Also das sind wirklich auch schon starke Strafen möglich hier und vorgesehen. Gleichzeitig möchte das Europäische Parlament aber auch, das geht noch weiter darüber hinaus und fordert zum Beispiel, dass die Europäische Kommission auch von nationalen Behörden die Rechtsdurchsetzung an sich ziehen kann und dann, wenn zum Beispiel einzelne Staaten das nicht durchsetzen, das dann auch an sich ziehen kann. Wir haben das zum Beispiel gesehen, wieder bei der Datenschutzgrundverordnung haben wir ein einheitlich europäisches Gesetz, aber Irland interpretiert das irgendwie anders als die anderen europäischen Länder. Irland, wo die meisten Tech-Unternehmen sitzen, interpretiert die Datenschutzrichtlinien sehr viel zurückhaltender als zum Beispiel Deutschland oder andere Länder. Und hier wäre eben eine europäisch gleichmäßige Rechtsdurchsetzung der Vorschlag des Europäischen Parlaments, um das zu ergänzen. Genau. Außerdem, was sehr spannend ist, der AI Act betrifft wirklich alle Bereiche. Dass es nicht um einen Sektor geht, sondern wirklich von Spielzeug bis medizinische Geräte. Alles, wo KI drin ist, fällt unter diese Regulierung. Von Finanzdienstleistungen bis hin zu
Und jetzt kommt es, nicht autonome Autos, weil Transport ist ausgenommen, nationale Sicherheit ist ausgenommen, Grenzschutz ist ausgenommen, europäische Informationsgrenzschutzsysteme sind ausgenommen. Also sehr spannend, die Europäische Union macht ein Gesetz, um künstliche Intelligenz in Informationssystemen zu regulieren, aber ihre eigenen Systeme im Grenzschutz, wo es dann eben um auch besonders vulnerable Gruppen wie Menschen, die nach Europa flüchten geht, die sind dann nicht, fallen dann nicht unter diese Regulierung oder brauchen sehr viel länger, bis diese Regulierung dann für sie gilt. Was aus meiner Sicht ein Glaubwürdigkeitsproblem des gesamten Ansatzes darstellt. Außerdem Systeme, die bereits auf dem Markt sind heute, die haben sehr, sehr, sehr viel länger, bis das dann für sie gilt. Und Forschung und Entwicklung hat auch große Ausnahmen, wo auch viel diskutiert wird, wie groß müssen die genau sein, was kann da alles genau runterfallen. Und dann gibt es noch eine besondere Vorschläge auch dafür, dass Vielzweckanwendungen, sogenannte General-Purpose-AI-Anwendungen, auch gewisse Ausnahmen bekommen sollen. Also General-Purpose-AI-Anwendungen, das sind sogenannte Transformer-Models oder eben Large-Language-Models fallen da auch drunter, also die jetzt viel diskutierten Modelle, generative Modelle, wie sei es DALL-E zum Beispiel von OpenAI also ihr habt vielleicht davon gehört, ihr könnt euch das auch nochmal anschauen jetzt in den nächsten Tagen, was die können, wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt. Aber da soll so ein bisschen so eine spezielle Kategorie geschaffen werden. Eigentlich soll es die ganze Technologie regulieren, aber hier soll irgendwie eine spezielle Kategorie geschaffen werden. Zumindest laut ein paar sozusagen Stimmen, die jetzt das immer mehr in die europäische Regulierungsdiskussion einbringen. Und besteht natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass da eine Lücke entsteht in der Regulierung. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass Anwendungen, mit denen man sehr viel verschiedene Sachen machen kann, diejenigen, die das herstellen, natürlich schwer sagen können, wofür es verwendet wird und ob es dann vielleicht missbraucht wird. Und da sind eben so Abwägungsfragen, die sich da auch stellen, die ihr auch euch anschauen könnt. Genau. So ein bisschen die Kernfragen der Debatte habe ich versucht, nochmal für euch auch zusammenzufassen, für eure Diskussionen vielleicht. Die erste Frage ist so, welche KI-Anwendungen gehören in welche Risikokategorie? Ja, also wenn man dieses Framework annimmt, dass es da Risikokategorien gibt, dann kann man sehr schön damit sich fragen, okay, wo sehe ich das denn? Was sollte denn wirklich verboten sein? Was ist wirklich Hochrisiko? Was ist vielleicht unreguliert? Und vielleicht gibt es Dinge, die momentan als unreguliert gelten, die ihr sagt, nee, die sollten aber Hochrisiko sein. Oder die sollten von Hochrisiko nach verboten geschoben werden. So, zum Beispiel gibt es da Diskussionen im Europäischen Parlament gerade, ob Predictive Policing, also der eben Einsatz von künstlicher Intelligenz, der gewisse versucht vorherzusagen, an welchen Stellen zum Beispiel in der Stadt Verbrechen passieren werden, um dann da PolizistInnen hinzuschicken, ob das auch eine verbotene Praxis sein soll. Oder ob es nur eine Hochrisikoanwendung ist, wie jetzt gerade im Kommissionsvorschlag. Ähnliche Diskussionen gibt es zu Deepfakes, also Generative AI, AI, die eben zum Beispiel Gesichter sich sozusagen ausdenken kann und generieren kann, generisch. Und da eben wirklich so die Frage, was ist Hochrisiko, was ist unakzeptabel? Die zweite Frage ist, wenn wir jetzt sagen, das ist alles Hochrisiko künstliche Intelligenz, was so ungefähr 5-15% aller KI-Anwendungen sein soll laut der Europäischen Kommission, was bedeutet das, wenn es jetzt Hochrisiko ist? Was muss es für Bedingungen erfüllen? Und da habt ihr vorhin die Liste gesehen sozusagen, aber was glaubt ihr, was künstliche Intelligenz erfüllen muss, damit sie wirklich als dann verantwortlich gilt im Einsatz? Da könnt ihr euch eben auch fragen, so unter welchen Bedingungen glauben wir, dass es okay ist, das einzusetzen? Und dann eben auch so die Frage, was soll eigentlich reguliert werden? Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Wie definieren wir das? Und für welche Sektoren wollen wir vielleicht bestimmte Ausnahmen? Das ist auch so eine dritte Gruppe an Kernfragen, die da diskutiert wird. Und wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt, könnt ihr euch auch gerne damit beschäftigen, wie das durchgesetzt wird, wer dafür haftbar ist für die verschiedenen Schäden. Das wäre noch so eine Zusatzidee. Aber genau. So, damit bin ich im inhaltlichen Ende, aber möchte noch einmal darauf eingehen, wer wird eigentlich gehört in dieser Diskussion um den AI Act. Vor 2 Monaten war die öffentliche Anhörung im Bundestag zum Thema KI-Verordnung. Ich war da auch vor Ort und habe so rumgeschaut und habe so gesehen, es sind hier 8 ExpertInnen eingeladen. Davon sind 6 Männer, also so 75% Männer. Alle weiß, alle über 30, alle mit akademischen Abschlüssen. Und ich frage mich so jetzt, wenn ich hier mit euch bin, so, ist es so, dass unter 30-Jährige einfach nichts zu sagen haben zu dem Thema? Oder ist es so, dass sie nicht gehört werden? Und ich glaube, ihr hier bei Jugend hackt seid genau die Richtigen, um zu zeigen, dass junge Menschen sehr wohl Kompetenz und auch was zu sagen haben zu diesen Themen. Und ich meine, Herr Kretschmer hat vorhin gesagt,
dass die jungen Menschen auch gehört werden sollen zu dem Thema. Und ich glaube, da sollen wir die Politik dann auch beim Wort nehmen und auch wirklich schauen, dass diese Sachen, die ihr erarbeitet hier jetzt in den nächsten 2 Tagen, in dieser wertvollen Zeit, dass die auch dann wirklich an die Frauen, an den Mann gebracht werden in der Politik, die dann auch das entscheiden, was da passiert. Weil beim Thema Klima haben wir es gesehen, da hat sich das Narrativ durchgesetzt, dass junge Menschen auch sehr wohl was zu sagen haben, wenn es um ihre Zukunft geht. Und genauso geht es hier auch um die Zukunft mit dieser Regulierung, die in den nächsten Monaten verabschiedet wird auf europäischer Ebene. Da geht es darum, was in den kommenden Jahren und Jahrzehnten für Regeln gelten. Und diese Regeln in ganz Europa, in der ganzen Welt auch Einfluss haben werden. Und ja, dementsprechend umso wichtiger. Und deshalb möchte ich euch auch anbieten, zusammen mit den OrganisatorInnen, dass wir, wenn ihr Lust darauf habt, nach den 2 Tagen dann auch mal das, was ihr erarbeitet an politischen Ideen, auch an die an diejenigen PolitikerInnen schreiben, die zum Beispiel hier diese öffentliche Anhörung zu dir eingeladen haben und da jetzt keine jungen Menschen eingeladen haben. Und sagen, okay, wir wollen euch hier mal noch eine Ergänzung geben, weil auch junge Menschen Teil der Gesellschaft sind und die auch Meinungen haben, die gehört werden sollen in diesem Prozess. Also wenn ihr darauf Lust habt und wenn ihr da Ideen habt, die ihr gerne teilen wollt, dann laden wir da sehr gerne auch sozusagen die PolitikerInnen ein im Bundestag, im Europäischen Parlament und schauen, ob und wer von denen Zeit hat und Lust hat, sich das mit uns dann auch in den nächsten 2 Monaten mal in einem Online-Call diese Ideen anzuhören und zu besprechen. Genau, weil ich glaube, ihr habt sicherlich sehr viele Ideen, die es wert sind, gehört zu werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir hiermit einen kleinen Beitrag leisten können, dass eben die jungen Stimmen auch gehört werden in diesem politischen Prozess. Damit vielen Dank von mir. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und freue mich auch auf weitere Fragen. Bin auch noch ein bisschen da für weitere Fragen. Danke.